Die Vogelzucht ist das große Hobby der mehr als 20 aktiven Mitglieder des Vogelvereins Gut Hohl Hillfahrt. Zahlreiche Kreis-, Landes- und deutsche Meistertitel belegen ihre Zuchterfolge. Im portugiesischen Porto krönen sie jetzt ihr Hobby mit einem weiteren Weltmeistertitel. Vor über 500 Jahren haben spanische Mönche in ihren Klöstern begonnen, Kanariengirlitze zu züchten. Um 1550 gelangten die ersten Weibchen nach Italien und fanden schon bald den Weg nach Tirol, Frankreich, England und Holland. Bergleute brachten sie mit in den Harz und in unsere Breitengrade. Kanarien, die Welt der Mitglieder des Vereins Gut Hohl Hillfahrt 1952. Der Vogelverein besteht zurzeit aus 20 Mitgliedern, die regional hier aus der gesamten Gegend kommen, zum Teil bis zu 30, 40 Kilometer weg. Wir treffen uns einmal im Monat zu einer Monatsversammlung und dann werden die Dinge ausgetauscht, die wir jetzt eben, ich sage einfach mal, immer wieder an Gesprächspunkten sammeln und bringen diese Informationen weiter. Unser Verein legt sehr großen Wert darauf, qualitativ gute Vögel zu züchten. Somit ist auch ein Erfolg auf den Ausstellungen, Kreisschauen, Landesschauen, deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften eigentlich jährlich gegeben. Kanarien und Zeisige begeistern den Liebhaber mit ihrem munteren und anmutigen Verhalten. Für die Vereinsmitglieder sind es absolut faszinierende Wesen. In unserem Verein züchten wir hauptsächlich drei verschiedene Sparten. Und zwar einmal die Farbkanarien, Positurkanarien und Cardolide Finken. Wir haben aber auch einen Züchter, der Exotenvögel zieht. Da haben wir zum Beispiel die Goldarmadine. Und bei den Positurkanarien haben wir hauptsächlich Rheinländer, Scotch und Fiorinos. Für die artgerechte Haltung von Kanarienvögeln spielt auch die Ernährung eine besonders wichtige Rolle. Als überwiegende Körnerfresser lieben sie deshalb ein abwechslungsreiches Futter. Heute wollen wir mal vorstellen, was wir unseren Vögeln zu einer optimalen Versorgung anbieten wollen. Das ist also einmal ein Körnerfutter, was also ein Vogel braucht für eine Grundernährung, damit er sein Immunsystem, seine Kraft hat, um, ich sag jetzt mal, ordentlich zu leben und gesund zu sein. Dazu haben wir oder stellten wir vor ein Eifutter, ein Keimfutter und dann verschiedene Arten von Getreide, die, ich sag mal, gequollen werden heute. Das sind also Futter, die aus Getreide und Grün, das heißt also eigentlich Gemüse, bestehen. Die werden gewässert, die werden mit unserem Eifutter vermischt und dieses führt aufgrund von, ich sag mal, Aussagen, die die Hersteller geprüft haben, dazu, dass unsere Vögel optimal versorgt sind. Dazu gehört noch ein Grünfutter. Und natürlich auch Mineralien. Unsere Vögel haben einen Muskelmagen. Die brauchen Mineralien, um das Futter zu verdauen. Unzählige Auszeichnungen und Titel auf nationaler und internationaler Ebene haben die Mitglieder seit der Gründung des Vereins bereits errungen. Nun hat Werner Schüngler seine persönliche Trophäensammlung ganz besonders krönen und dem Verein einen weiteren Titel bescheren können. Ich züchte seit Jahren schon deutsche Haube. Und dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, in Portugal auf der Weltschau mal auszustellen und mein Glück zu versuchen. Da habe ich mich dann unter 100 Konkurrenten durchgesetzt und bin Weltmeister geworden. Insgesamt wurden da 23.000 Vögel ausgestellt. Die Bewertungskriterien bei der deutschen Haube ist erstens mal die Haube, wie der Name schon sagt. Dann ist die Figur ausschlaggebend, das Gefieder, die Haltung und das ganze Erscheinen vom Vogel. Das muss alles dann optimal und stimmen. Das Herz des dreifachen deutschen Meisters Josef Hellenbrand schlägt ganz besonders für den Rheinländer. Die Rasse Rheinländer ist im Jahre 1972 hier im Rheinland entstanden von einem Herrn Nofke, der aus Düsseldorf stammte. Und hier im Rheinland deswegen auch der Name. Und es war am Anfang etwas schwierig, die Rasse zur internationalen Anerkennung zu führen. Denn durch Selektion musste erst das Idealbild erarbeitet werden. Und dann habe ich mich für diese Rasse begeistern können als Rheinländer und mit dazu beigetragen, die internationale Anerkennung dann auch zu erreichen.
Seit dies mit der erforderlichen Qualifikation in der Schweiz gelang, ist seine Rasse in ganz Europa als etablierter Stamm entwickelt worden. Die Zucht wird von den Vereinsmitgliedern mit viel Leidenschaft betrieben und immer neue Ziele werden angestrebt. Die Vorstellung war immer, die Rasse zu ziehen. Das ist die große Rasse von den Rheinländern. Das ist die Lenkischier. Seitdem ich im Verein bin, wollte ich die Rasse immer ziehen. Aber die ist sehr schwierig zu ziehen, weil die Verpaarung mit den Weibchen etwas länger dauert als wie normal bei den kleineren Vögeln. Die Welt der Kanaren und Zeisige. Eine ganz besondere Welt für die Mitglieder von Gut Hohl Hilfahrt 1952.